Und der letzte Halbfinalist wird gesucht. Max Samkowitz erzielt das 1:0 für den TuS Neudorf-Platendorf und bekommt gleichzeitig das nächste Partyfässchen der Privatbrauerei Wittingen für seine Mannschaft nach dem Turnier. Und nochmal zur Erinnerung, wir steuern ja mit großen Schritten auf das Halbfinale zu. Das 2:0 für Platendorf Torschütze Tim Meyer. Also wir steuern auf das Halbfinale zu. Vierter Preis hier, Skoda Fahrzeughaus Süd in Gifhorn mit 250 Euro. Darf man, glaube ich, hier erwähnen. Dritter Preis, 500 Euro. Und neu hier beim AZ Cup, der Scheibendoktor, 500 Euro. Dritter Preis, zweiter Preis, 750 Euro. Von der Privatbrauerei Wittingen. Und erster Preis, Textilhandel Kotten in Moor, Matthias Kleinschmidt, 1000 Euro. Und obendrauf, beim Jubiläum hier, da kommen wir gleich zu. Anschlusstreffer Naglis Jukniewicius für die Männer von der Hehlenriede zum 1:2. Also obendrauf auf den ersten Preis in diesem Jahr zu dem Riesenpokal. Ein Heimspiel in den warmen Monaten gegen Eintracht Braunschweig, den noch Zweitligisten hier aus der Nachbarstadt. Applaus
Eine Durchsage bitte. Der Bruder von Niklas Albrecht, das ist der Spieler, der sich eben verletzt hat. Der Bruder von Niklas, bitte hier in den Raum, wo die Spieler sich aufhalten. Also in den kleinen Gymnastikraum. Drei zu eins für Platendorf. Torschütze Tim Meyer.
Olaf Nützel. Olaf Nützel, bitte mal zur Sprecherkabine. Plattendorf schlägt Isenbüttel mit 3:1 und somit stehen die Halbfinals fest.